freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Wie schon gesagt, ich bin der David. Neben meiner Tätigkeit in der BMK bin ich vor allem im kulturpolitischen Bereich tätig und mehreren Vereinen. Das heißt, mir geht es eigentlich nicht nur ums Veranstalten, sondern vor allem auch um gewisse Rahmenbedingungen in Innsbruck und Tirol und Österreich. Ich bin in verschiedenen Gremien tätig, zu schaffen, damit Menschen möglichst vielfältig, frei und erfolgreich ihre Gesellschaft, sage ich mal, mitgestalten können. Das ist mir immer sehr wichtig bei meinen ganzen Tätigkeiten. Also ich bin jemand, der immer sehr gern seinen Lebensraum aktiv mitgestaltet. Und gegen die Realität habe ich aus dem Grund auch ausgewählt, weil ich bin einem Verein, der sich dann einen Kontrapunktverein zur Förderung von Gegenrealitäten. Das heißt, ein großes Anliegen von uns ist es, einfach alle Zustände, die wir sehen und die, mit denen wir einfach nicht d'accord gehen können, einfach so zu verändern, dass wir sie im besten Fall für alle verbessern können, oder? Ja. Heute geht es allerdings nicht nur um die theoretischen Hintergründe zu meinem Schaffen, sondern auch um konkrete Projekte, die ich so in den letzten Jahren oder auch jetzt gerade kurzem zum Beispiel auch immer, also irgendwas fällt mir immer ein sozusagen, bearbeitet habe. Und vor allem das Thema Kommunikationsguerilla. Kommunikationsguerilla, dazu werde ich noch ein paar andere einige Sachen sagen, weil es ist ein sehr breites Feld. Da sind sicher viele Sachen dabei, die ihr in eurem Alltag auch macht, obwohl ihr es gar nicht wisst. Oder die ihr vielleicht einfach auch, vielleicht dann auch aktiver vielleicht für euch verwenden könnt, für die jeweiligen Ziele, die ihr erreichen wollt. Also ich weiß ja nicht genau, in was ihr alle tätig seid, aber ja, das kann man eigentlich so ziemlich auf alles anwenden. Ich möchte den Vortrag beginnen mit einem Zitat von Roland Barthes. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ein philosophischer Denker, der mich sehr geprägt hat. Und er hat einmal gesagt, ist die beste Subversion nicht die, Codes zu entstellen, statt sie zu zerstören. Und ich finde das einen sehr gelungenen Zugang, weil das einfach etwas angesprochen hat, das mich schon sehr früh in meinem Leben begleitet hat. Also ich bin so mit 15 auf ein Buch gestoßen, das heißt Principia Discordia, und darin geht es eigentlich im weitesten Sinne, die zentrale Tätigkeit, die das Buch behandelt, ist die Operation Mindfuck, und die hat mich eigentlich Zeit meines Lebens dann seitdem begleitet, hat mir auch schon oft in Schwierigkeiten gebracht, und es geht eigentlich im weitesten bei Operation Mindfuck darum, eben durch subtile Eingriffe in die Wirklichkeit diese so zu formen, damit möglichst viel Verwirrung entsteht. Und diese Verwirrung aber nicht nur um der Verwirrung willen, sondern eben um positiv da auf die Gesellschaft einzuwirken. Genau, also im weitesten Sinne kann man das schon, diese kleinen Eingriffe als Kommunikationsguerilla eigentlich bezeichnen. Das ist eigentlich schon ein Konzept, das seit den 60er Jahren, also ich würde jetzt einfach am Anfang ein bisschen was erzählen und dann kann man die lustigen Bilder und so. Genau, also das ist eigentlich ein Konzept, das schon seit den 60er Jahren eigentlich weit verbreitet ist. Das sind natürlich, also die 68er waren dann natürlich wie für so viele gesellschaftliche Phänomene auch sehr prägend. Es gibt da verschiedene Taktiken, eine sehr klassische Taktik in der Kommunikationsguerilla, die ja eigentlich kein wasserdichtes Theoriekonzept anbietet, sondern eigentlich verschiedenste Formen von, sage ich mal, auch zivilen Ungehorsam und künstlerischen Aktionen in sich vereint, ist eigentlich das, dass sie versucht, einfach, sage ich mal, tagespolitische oder, sage ich mal, klassische soziale Vortragsweisen, Handlungsweisen zu ergänzen durch, sage ich mal, unorthodoxe Mittel. Also das soll ja schon irgendwie der Begriff Guerilla, der eigentlich eher, sage ich mal, aus einem kriegerischen Kontext stammt, wie man weiß, aber es gibt da inzwischen auch so für mich, der ja eigentlich nicht aus der Wirtschaft kommt, sehr paradoxe Begriffe wie Guerilla-Marketing, die natürlich schon auch mit einfach denselben Mitteln arbeiten. Also es geht im weitesten Sinne, so wie auch beim Hacking, also man spricht auch von Reality-Hacking, einfach, sage ich mal, mit geringem Aufwand einen möglichst großen Outcome zu erzielen. Wahrscheinlich beim, also so wie Guerilla-Marketing verstehe ich das halt auch quasi mit unorthodoxen Mitteln eine große, sage ich mal, große Audience zu erreichen. Also, und das geht es eigentlich im weitesten Sinne bei Reality Hacking auch. Eben, und es ersetzt, möchte ich ja dazu sagen, keine klassische andere politische Arbeit. Also wie man merkt, also mein Hintergrund ist, kommt immer eher aus dem politischen Anspruch her. Das heißt, es ist sehr
Ich habe gesehen, die Maria zum Beispiel schätzt das Thema Ehrenamt. Das finde ich auch eine sehr wichtige Aufgabe. Zum Beispiel, es ersetzt keine andere Hands-on-Arbeit, sondern es soll immer nur, wie gesagt, ergänzend sein. Und es geht eigentlich darum, neue Lesarten anzubieten für gesellschaftliche Zusammenhänge und die kulturelle Grammatik zu stören. Also kulturelle Grammatik, da verstehe ich jetzt drunter zum Beispiel einfach Dinge, die wir als normal annehmen, zum Beispiel, das ist jetzt ein Vortrag und ich habe jetzt das Recht zu sprechen und ihr müsst zurück sein. Und nachher irgendwann bei der Hälfte können Sie ja mitreden und dann geht das halt so weiter. Oder in der Schule gibt es geordnete Abläufe, es werden gewisse Einheiten mit akustischen Signalen irgendwie abgesteckt und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine, einfach so wie man halt so tut, sage ich mal so im weitesten Sinne. Und es geht dann darum, diese Mechanismen erst einmal aufzuzeigen und sie dann einfach auch zu hinterfragen, ist das eigentlich gut, so wie wir das machen. Dazu gibt es verschiedene Methoden, die man für diese Dinge zum Beispiel verwenden kann. Und so eine ganz klassische ist die Verfremdung. Einfach um zum Beispiel gewisse Sachen einfach so ein bisschen zu verändern, damit eigentlich die zugrunde liegenden Mechanismen davon zutage kommen und man sie dann quasi sich denkt, eigentlich ist das eigentlich gut, eben wie gesagt, wie wir das machen. Was anderes, also das Gegenteil wäre die Überidentifikation. Das wäre einfach ein Thema aufzugreifen und so lang, so stupide, so sehr im System zu sein, bis wieder genau die Problematiken eigentlich davon zutage treten. Ich werde das nachher schon, also es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen logisch und auch sehr ähnlich manchmal, aber ich werde es dann auch mit verschiedenen Projekten, die ich so umgesetzt habe oder die ja jetzt momentan irgendwie aktuell sind, versuchen zu illustrieren. Es gibt auch zum Beispiel das Moment der subversiven Aneignung, dass man zum Beispiel Dinge, die man eigentlich nicht gut findet, trotzdem annimmt, um sie in einen anderen Kontext zu rücken. Also ein spontanes Beispiel, was mir jetzt da einfällt, ist, ihr kennt wahrscheinlich alle die Band Freiwild. Die haben jetzt gerade vorgestern oder vor 3 Tagen ein Album angekündigt, das sie rausbringen werden, wo sie so Bands covern wie Die Ärzte und Toten Hosen und KIZ und Kraftklub und so weiter. Was jetzt auf den ersten Blick einmal sehr paradox wirkt, weil das ja eigentlich alles Bands sind, die die Haltung von Freiwild eigentlich kritisieren. Und dadurch, dass aber eben Freiwild, also ich bin ja bei weitem kein Fan dieser Band, aber ich finde es einen ziemlich cleveren Move eigentlich, weil dadurch, dass sie die Botschaften dieser Bands eigentlich quasi sich subversiv aneignen, stellen sie die Inhalte, die da transportiert werden, eigentlich in einen ganz anderen Kontext. Und wenn man zum Beispiel ein Lied wie Schrei nach Liebe von Freiwild hört, dann, keine Ahnung, hat dieser Text zum Beispiel, dieser Inhalt gleich, finde ich jetzt mal, eine ganz andere Sprengkraft und erscheint da in einem anderen Licht. Es gibt ganz klassische Sachen wie Defacements. Das sind einfach zum Beispiel Veränderungen von Werbeträgern und, und Fakes. Also quasi man arbeitet mit der Materie, die schon da ist und verändert sie leicht so, dass man am Anfang gar nicht weiß, ist das jetzt echt oder nicht da. Und versucht quasi die Sprache der Macht bestmöglich nachzumachen. Das ist auch ein Kleinod, ein Steckenpferd von mir. Das ist eines meiner Hobbys, das was man nach und nach ein bisschen anschauen können. Und ist auch eine relativ weit verbreitete Technik. Camouflage wäre zum Beispiel, es ist auch eine ganze Klasse, ihr habt sicher die Aktion, ihr kennt schon nicht Joko und Klaas. Und es hat jetzt vor kurzem mal diese Aktion gegeben, wo der Klaas auf so einem Zeltfest war und dort Hula Baloo von Andreas Gabalier gesungen hat. Und hat halt quasi im Zuge dieses eingängigen Liedes, das er eigentlich relativ originalgetreu vom Habitus her und von der Musik her irgendwie präsentiert hat, aber doch dann mit gesellschaftskritischen Inhalten gefüllt. Das heißt, am Anfang war irgendwie gar nicht klar, irgendwie alle haben halt mitgesungen, weil jeder kann jo, 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 aber wenn er besoffen ist. Und haben dann irgendwie im Laufe dieses Vortrags dann irgendwie gemerkt, irgendwas ist da aber anders, irgendwie sind es nicht die Worte, die ich normalerweise damit assoziiere, und haben dann eigentlich quasi die Message dann eigentlich im Laufe des Mitsingens dann relativ so quasi mit einem Löffelchen Honig verabreicht bekommen. Und das habe ich eigentlich auch eine ziemlich coole Aktion gefunden. Und ist auch danach von den meisten Besucherinnen, die sie interviewt haben, eigentlich auch sehr positiv besprochen worden. Also das war jetzt eigentlich nicht so, dass dann
die Leute, das irgendwie jetzt grantig war und so, es geht irgendwie darum, quasi vielleicht auch Botschaften in den Kontext zu stellen, mit sich Menschen wieder auseinandersetzen, was sie davor eigentlich vielleicht nicht tun würden, aber dann eben quasi dann schon einmal ein bisschen angefixt sind. Genau, vielleicht, um so die Dinge ein bisschen zu veranschaulichen, würde ich jetzt ein bisschen auf meine eigenen Projekte eingehen und diese mit den jeweiligen Inhalten ein bisschen vielleicht verbinden. Kann sein, dass ihr dieses Projekt da mal mitgekriegt habt. Es wird 2016 realisiert, das hat Carsten, da so habe ich gerade Maria kennengelernt, zu dem hat sie mich mal interviewt. Das hat Carsten Haute Couture Straßenchefin, da habe ich ein fiktives Modelabel gegründet. Wie man sieht, heißt das Modelabel Haute Couture Straßenchefin eigentlich für HC Strache. Und das hat dadurch eigentlich gestartet, dass sie, so wie die meisten guten Ideen, sage immer an den Studenten, wenn sie mir sagen, ja, wie entwickelst du deine Ideen? Nach zwei, drei Bier geht es eigentlich ganz leicht. Und es war eigentlich so, dass ich mir diese Domain hcstrache.de gekauft habe, weil die nicht registriert war. Bin ich durch einen Zufall draufgekommen, muss ich sagen, also weil die offizielle Domain von HC Strache ist ohne diesen Bindestrich. Also ich habe mir gedacht, dass das vielleicht so ist. Auf jeden Fall war die nicht registriert und die habe ich mir dann gekauft. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch gut, einmal die Erzählung von HC Strache, also eines seiner Lieblingsthemen in zu damaligen Zeiten war noch immer, man eigentlich halt auch noch immer dieses ganze Kopftuch-Bashing. Also es war halt immer so, Kopftücher kann verboten und überhaupt Kindergarten und Laber, man kennt es ja. Und dann haben wir gedacht, so, es wäre irgendwie die Erzählung, die Assoziation von der beiden Worte HC Strache und Kopftuch in einen anderen Kontext zu stellen, weil normalerweise sagt HC Strache und Kopftuch, weiß jeder, was gemeint ist, da geht es wieder um das Bashing. Es wäre doch cool, wenn HC Strache Kopftücher verkaufen würde. Dann wäre einfach mal diese ganze absurde Idee dieses Bashings einmal so, also es würde die ganze Story so ad absurdum führen, damit das ganze Thema vielleicht einfach mal wieder mit ein bisschen Distanz und Humor ein bisschen betrachtet werden könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Sage ich mal, was mir natürlich auch in die Hände gespielt hat, also ich habe ein paar gute Freunde beim ORF, so viel zum Thema Lügenpresse, aber man muss ja doch die Kanäle nutzen, die einem zur Verfügung stehen. Und also, was ich auch noch sagen wollte, eben, ich habe mir gedacht, das wäre ganz cool, diese zwei Minuten zu zeigen, weil damals mehrere, damals bei der Bundespräsidentenwahl, mehrere Domains von Kandidatinnen gekapert worden sind, sozusagen. Gekapert finde ich eigentlich ein freches Wort, weil sie waren ja frei verfügbar. Und eben dieses Besetzen der Namen ist ja eigentlich auch so ein klassisches Kommunikations-Guerilla-Tool, das ist eigentlich wie virtuelle Sitzblockade. Ja, vielleicht schauen wir uns kurz an. Seit heute ist es fix. Am 24. April wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Einige Kandidaten stehen ja schon länger fest, der Wahlkampf läuft, doch nicht an allen Fronten. Dort, wo sich vor allem die potenziellen Jungwähler tummeln im Internet, gibt es von den Anwärtern für die Hofburg keine Spur. Wer den Webauftritt von Rudolf Nussdorfer sucht, der sucht vergeblich. Die Internetadressen, die den Namen des Bundespräsidentschaftskandidaten tragen, haben sich nämlich schon andere geschnappt. Die Suche nach den Besitzern der Domain Hunsdorfer.at hat uns nach Arbing bei Pergen, Oberösterreich geführt. Von diesem kleinen Ort aus haben zwei junge Leute sich eine Präsidentschaftskandidaten-Domain geleistet. Michael Kaufmann und Alexander Reindl waren neugierig, wie sich der SPÖ-Kandidat auf seiner offiziellen Seite präsentiert. Doch es gab keine offizielle Seite. Wir haben uns dann tatsächlich reserviert, weil wir einfach zeigen wollten, dass das einfach unserer Meinung nach grob fahrlässig ist, Domains nicht zu registrieren. Wir möchten uns auf keinen Fall irgendwie persönlich da bereichern. Ich liebe den Enthusiasmus. Und dass da noch Missstände vorherrschen. Aber Hunsdorfer ist nicht der Einzige. Wer etwa die Seite von Bundespräsidentschaftskandidat Andreas Kohl sucht und kohl2016.at eingibt, landet auf einer Website zur Gleichstellung Homosexueller. Doch nicht nur Präsidentschaftskandidaten sollten sich die verschiedenen Varianten ihres Namens als Domain sichern. Der Innsbrucker David Pried ist seit einer Woche Besitzer von hc-strache.at. Auf hc-strache.at kann man sich derzeit Kopftücher kaufen. HC steht in dem Fall für Haute Couture, Straßenchefin.
Und wir bieten klassische Kopftücher an, eben für die Gartenarbeit, für Demos oder einfach für die Freizeit. Mit der Lösung damit bringt Flüchtlingsprojekte unterstützen. Heinz-Christian Strache hat sich bei Ihnen wegen der Domain noch nicht gemeldet. Wenn er Interesse hat, diese Domain zu kaufen, kann er das gerne machen, kann er sich gerne melden. Oder kann sich natürlich auch bei mir Kopftuch kaufen. Michael Kaufmann und Alexander Reindl würden die Adresse kostenlos hergeben, auch wenn sie eine Spende genau. für die Rückenmax fort. Ihr wisst, worum es geht. So. Eben, und das Lustige war, es hat zu diesem Zeitpunkt nichts zu kaufen gegeben. Also wie gesagt, das einzige Produkt, was es gegeben hat, war dieses Bild, wo Kopftuch steht. Und es war einfach mir wichtig zu zeigen, wie einfach die Geschichte sich dann selber schreibt. Also im Prinzip war es dann so, wie man sich vorstellen kann, habe ich sofort eine Klage gekriegt. Hat mir 35.000 Euro verklagt. Aber durch das, sage ich mal, man muss natürlich sich dann wirklich auch mit seiner Rolle, die Rolle halt sehr klassisch durchziehen. Ich habe nie, also in dem ganzen Prozess, kein einziges Mal auch davor, nie seinen Namen gesagt. Immer wenn jemand Strache gesagt hat, habe ich immer nur gesagt, er. Das heißt, ich habe nie seinen Namen verwendet, habe nie FPÖ oder irgendwas gesagt. Aus dem Grund haben sie mir dann auch nichts anhängen können. Das heißt, vor Gericht habe ich das dann so gemacht, wie sie tun. Eben, sie sehen immer, man soll immer so tun, wie das System, das man versucht zu bekämpfen. Und das heißt, wo der Richter dann gesagt hat, war das in ihrem Sinne, hat sich Strache da irgendwie zu verleugnen, und ich gesagt, nein, und so, ja, passt, Klage fallen gelassen. Also, genau, das ist vielleicht ein bisschen, genau. Mir war es dann auch wichtig, so, so quasi die Erzählstrukturen und Werbestrukturen der FPÖ einfach gegen sich selber zu verwenden. Das ist immer das Leichteste. Ein guter Freund von mir sagt immer, was du auch machst, mach es nicht selbst. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das ganz ein gutes Motto, weil sie liefern ja eigentlich schon alles, was ich brauche. Das heißt, ich habe einfach versucht, Dinge, die sie verwenden, einfach genau so zu machen. Also ihr kennt wahrscheinlich alle diese unsägliche Kampagne, die da vor Jahren in Innsbruck herum war, Heimatliebe statt Marokkanertiebe. Ich habe gedacht, man sollte eigentlich zur Sicherheit das nicht vergessen und eigentlich das immer wieder drauf rumreiten, damit man immer weiß, wie sie unterwegs sind. Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das ist natürlich ein Spruch, den auch Herzog Stach verwendet hat, aber eigentlich lang vor ihm schon der Jörg Haider. Das ist eigentlich ein Spruch von ihm. Und bist der Braun, liebst der Frauen ist natürlich ein Spruch von Micky Krause, ist der Schlagersänger. Und natürlich spielt das in diesem Kontext aber natürlich auch auf ihre Gesinnung an. Ja, im weiteren Sinne habe ich dann gedacht, das ist eh schon wurscht und habe die Kopftücher wirklich gemacht. Genau. Und genau. Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter. Das war eine jüngere Aktion aus dem Jahr 2018. Da haben wir gedacht, okay, irgendwie weiß eh jeder, dass die aktuelle Regierung es nicht so ernst mit den Menschenrechten nimmt, aber irgendwie ist diese alte Erzählung immer, ja, na, die Regierung ist immer so. Missachtet die Menschenrechte, das ist ja alles bekannt und klar, aber das ist immer das alte Problem der Linken. Ja, na, wir machen jetzt da eine Demo und sagen inhaltlich stimmige Sachen und dann horcht uns keiner zu und dann sind wir alle voll frustriert. Und dann gedacht, es wäre eigentlich gut, ihm die Erklärung der Menschenrechte auf Klopapier zu drucken und habe sie ihm dann ins Bundeskanzleramt geschickt und habe ihm einen Brief dazu geschrieben, weil alles sehr offiziell, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, da Ihre Regierung und Sie ohnehin mit wenig anderen beschäftigt sind, als auf die Rechte hilfsbedürftiger Menschen zu scheißen, habe ich Ihnen zur Sicherheit die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf diese Rolle Toilettenpapier drucken lassen. Es würde Sie sicherlich freuen, dass Sie sich somit auch nun ganz real den Arsch mit dem Elend anderer abwischen können. Falls Sie und Ihr Vize noch Bedarf an weiteren Rollen haben, können Sie sich jederzeit bei mir melden. Mit freundlichen Grüßen, David Bried. Genau, also das ist natürlich kein feinsinniger Humor, es ist relativ platt. Hat aber natürlich dann auch wieder sehr gut funktioniert. Hat natürlich eine Antwort gekriegt aus dem Bundeskanzleramt. Lieber Herr Bried, im Namen von Bundeskanzler Sebastian Kurz danken wir für Ihre Nachricht. Es ist unser Anspruch, auf alle Fragen und Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern respektvoll einzugehen. Dementsprechend erlauben Sie uns bitte auch, zu Ihrem Schreiben Folgendes festzuhalten. Die Menschenrechte sind die Grundlage unserer Demokratie und nicht verhandelbar. Hat man jetzt gerade vor kurzem auch wieder gesehen, dass er doch das Recht der Politik zu folgen hat und nicht Politik dem Recht. Die österreichische Bundesregierung bekennt sich sowohl in ihrem Regierungsprogramm als auch durch ihre tägliche Arbeit unmissverständlich und in aller Klarheit zu den Menschenrechten. Liebe Grüße. Ja, also wie gesagt, natürlich hat es auch wieder Medieninteresse generiert. Also die eigentliche Arbeit ist immer das Anstupsen und den Rest erledigen die Medien ja dann sowieso selber. Und es geht eigentlich immer darum, einfach quasi die Sachen mal mit einem bisschen anderen Blickwinkel erscheinen zu lassen.
wo dann irgendwie mal der Kickkiller mal gemahnt hat, er würde doch gern irgendwie, sagen wir mal, Asylsuchende in Lagern konzentrieren, was ja doch ein bisschen heikler, also er hat noch ganz viel zu erzählen, schade. Ja, dann überspringen wir ein paar Sachen. Genau. Es ist ja immer so, dass zum Beispiel so ein Running Gag, der erfüllt ist ja jedes Jahr, dass sie immer sagen, der Nikolaus darf nicht mehr in den Kindergarten gehen, weil sich ja da nicht-christliche Kinder irgendwie belästigt fühlen könnten. Das ist also ein Schatz. Also wir wissen eh, dass das nicht stimmt. Dann macht es vielleicht gut, eigentlich jetzt schon immer vorbeugend, also das da habe ich jetzt letztes Jahr gestartet und verleitet immer auf den Christkindlmärkten quasi ein Nikolo-Verbot. Banner, also ein Flyer, das ist natürlich immer das FPÖ-Sujet quasi nachahmt. Eben wie gesagt, man muss immer aufpassen, also das, um in diesen rechtlichen Grauzonen zu bleiben und natürlich dann auch nicht irgendwie wegen Wettbewerbsschädigung angreifbar zu werden. Aber inzwischen geht da ganz gut. Eine andere Kampagne war die Hände falten, Goschen halten. Ich weiß nicht genau, ob Sie, jetzt fange ich sich das Sitzen an. Ob ihr den Spruch kennt, Hände falten, Goschen halten, der stammt ja eigentlich nämlich wirklich vom Generalsekretär der österreichischen Raiffeisenverbandes und der hat damals eben dem ÖVP-Clubchef Wilhelm Molterer gegolten. Das heißt eigentlich, Raiffeisen ist in Wahrheit auch ÖVP, das heißt eigentlich quasi, haben sie sich untereinander eben gebieft. Und ich dachte, es wäre ganz lustig, eigentlich diesen Spruch eigentlich wieder zu beleben, weil er ja als Schweigekanzler so bekannt war, wurde und ist. Und ja, so. Genau, aktuelle Kampagne ist ja die ich bin drogengefährdet, lass Drogen nicht an Steuer. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Autobahn mal gesehen habt. Das sind so auf der Autobahn, sind das so quasi, ist das Image-Kampagne gegen Drogen am Steuer. Und ich dachte, das ist ja ein sehr gutes Sujet. Das mache ich mal gleich her. Und genau, habe das natürlich dann auch wieder für meine eigenen Kontexte verwendet. Das würde jetzt zu weit führen. Genau, die Reihe hier könnte Ihre Werbung stehen, ist auch ein Work in Progress. Zum Beispiel eben einfach immer so, sage ich mal, Sujets von missliebigen Firmen mal auf mich selber zum Werbeträger zu machen, also zum Beispiel die Hypoalpe Adria, die ja doch irgendwie das meiste Geld versenkt hat in Österreich in den letzten Jahren. Das wird ja auch gern vergessen, also vor allem wenn ich in Kärnten Vorträge habe, nachher ist das eigentlich so mein Lieblingsshirt. Und ja, oder einfach so mit so leicht fragwürdigen Sachen, einfach das muss einfach mal immer ein bisschen mal vor mir herzutragen und die Menschen da zum Nachdenken anzuregen. Wie gesagt, ich kann jetzt noch viel mehr reden, aber ich glaube, vielleicht habt ihr noch Fragen und nachher kann ich das irgendwie da einbauen. Also, in diesem Sinne, ich kann euch, falls ihr euch für solche Sachen interessiert, das Handbuch der Kommunikationsgeräte empfehlen. Das ist ein super Standardwerk mit ganz vielen verschiedenen Beispielen und Geschichte und Ideen. Sehr spaßig zu lesen, falls man auf so eine Art von Spaß steht. Und ja, in diesem Sinne, viel Erfolg bei euren Themen, vor euren Projekten und Visionen und locker bleiben. Ja, vielen Dank.